Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Freude, hier sein zu dürfen und als Schweizer offenbar abschließend kurz über die vergessene Ethik der Eigenverantwortung zu sprechen. Freunde der Freiheit sollten sich selbstverständlich auf ihr zentrales Ziel konzentrieren. Die individuelle Freiheit ist die Voraussetzung der Zivilisation und damit auch ihr höchster Wert. Sie ermöglicht wirtschaftlichen Wohlstand, die Fortschritte der Wissenschaft, die Entwicklung der Künste. Die Freiheit ist auch eine Voraussetzung des Humanismus, denn sie wird durch die menschliche Fähigkeit zur Vernunft bedingt. Der Mensch als vernunftbegabtes Wesen muss frei sein, nicht nur für sein materielles Überleben, sondern auch um in Würde, das heißt im Einklang mit seiner Vernunft und seinen Präferenzen prosperieren zu können. Die Forderung nach Freiheit allein genügt jedoch in einer weitgehend freiheitlichen, fortschrittlichen, wohlstandsverwöhnten Gesellschaft nicht, um mehr Freiheit zu erlangen. Das haben wir heute auch hier zusammen festgelegt. Auch wenn die überlegene Produktivität der Marktwirtschaft anerkannt wird und unwiderlegbar ist, werden bekanntlich das Profitmotiv und das Eigeninteresse regelmäßig als Nachteil für die Umwelt, Familienwerte, Solidarität und vieles andere angeprangert. Im Diskurs über die Freiheit wird eine wichtige Dimension allzu oft ausgeblendet. Die Menschen müssen für ihre Freiheit auch Eigenverantwortung übernehmen. Freiheit ohne Eigenverantwortung ist keine Freiheit, sondern Willkür. In der Genesis heißt es, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Die Botschaft ist leicht verständlich. Der Mensch ist selbst für sein Leben verantwortlich. Er muss dafür produktiv arbeiten. Er ist in diesem Sinne zur produktiven Arbeit verpflichtet. Das ist seine Conditio humana. Natürlich darf der Mensch in der Bewältigung der Lebensrisiken auch weitere Lösungen entwickeln. Das ist ja der Zweck der genialen Erfindung der marktwirtschaftlichen Versicherung. Aber der Mensch hat grundsätzlich die Pflicht, sein eigenes Leben aufrechtzuerhalten. Viele Liberale hören das Wort Pflicht nur ungern, weil sie es mit Zwang, mit einer Schuld, mit der Unterwerfung gegenüber einer externen Gewalt assoziieren. Doch einer Pflicht eigenwillig nachzukommen, erfordert die Ausübung der persönlichen Freiheit im vollendeten Sinne. Der Mensch erkennt seine Pflicht durch seine Vernunft. Das Leben ohne eigene Anstrengungen kann nicht aufrechterhalten werden. Die Pflicht zur eigenen Anstrengung akzeptiert der Mensch durch seinen freien Willen, indem er nachdenkt. In anderen Worten, der Mensch erkennt die Schlussfolgerungen aus den unveränderlichen Naturgesetzen. Das muss auch der hässliche Diktator in Nordkorea erkennen. Er kann nicht den ganzen Tag Eiscreme essen und Fernsehen und gleichzeitig gesund bleiben. Trotz aller Regierungswillkür gelten überall die ökonomischen Naturgesetze. Diese Ethik der Pflicht betrifft natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen, etwa wenn der Mensch seinen Nächsten entgegenkommt, indem er beispielsweise seinen marktwirtschaftlichen Beruf gewissenhaft ausübt. Die Ethik der Pflicht ist eine Ethik der persönlichen Autonomie, der Eigenverantwortung, aber auch der Reziprozität und der Empathie in einer Gesellschaft, in der jeder vor dem Recht gleich ist. Der Mensch behandelt seine Nächsten, wie er von ihnen behandelt werden will, weil es vernünftig und in seinem Interesse ist, aber in erster Linie, weil es richtig ist. Liberale sind ja für die Gleichheit und für die Gerechtigkeit. Nun, den meisten Menschen ist bewusst, dass das Leben auf Erden kein Paradies ist. Manche bemühen sich daher, von der Arbeit der anderen zu leben, und zwar legal durch den Wohlfahrtsstaat. Die Alternative zur produktiven Arbeit und damit zum Eigentum der Früchte seiner Arbeit ist der
Raub, der legalisierte Raub. Der wohlfahrtsstaatliche Raubmechanismus ist das Gegenteil der liberalen Ethik der Eigenverantwortung. Die Ethik der Pflicht und der Eigenverantwortung, so sehr sie auf den ersten Blick unlustig und freudlos erscheint, ist eigentlich auch der einzige Weg, zum echten persönlichen Glück zu gelangen. Denn nur in Freiheit ist der Mensch wirklich Mensch, indem er Verantwortung für sein Leben übernimmt, nicht indem er sein Leben in Unmündigkeit verbringt. Wir haben gerade von Drogenliberalisierung gehört. Das heißt aus meiner Sicht die Freiheit, keine Drogen zu konsumieren. Das wäre die eigenverantwortliche Pflicht. Wir wissen, dass ein Verbot nicht nur nicht wirkt, sondern unwürdig mündiger Menschen ist, die selber entscheiden können, keine Drogen zu konsumieren, weil sie wissen, dass eine Substanz schädlich ist, wie viele andere Dinge übrigens auch. Der Staat soll nicht die Eltern spielen in einer Familie, wo die Kinder ewig minderjährig sind. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Liberale heute in Politik und Gesellschaft zu wenig ernst genommen werden, weil sie ständig von Freiheit und kaum von Eigenverantwortung sprechen. Sie wecken damit falsche Erwartungen, denn das Leben ist nicht eine ewige Feier, es ist vielmehr eine Folge von Pflichten. Und in einer freien Gesellschaft hat man dann auch mehr Möglichkeiten und Gründe zu feiern als in einer unfreien Gesellschaft. Die Idee der Freiheit braucht heute, und damit komme ich zum Schluss, eine klar artikulierte Ethik der Eigenverantwortung. Der Wohlfahrtsstaat ist nicht nur aus Effizienzüberlegungen problematisch, sondern vor allem ethisch, weil er die einen zugunsten der anderen beraubt. Diese archaische, parasitäre Lebensweise müssen wir Liberale im 21. Jahrhundert überwinden. Durch die Ethik der Eigenverantwortung, die Werte wie Großzügigkeit, Familiensinn, Empathie für in Not geratene und vor allem auch Lebensfreude anschließt, wie wir dies gerade von den Students for Liberty auch entnehmen können. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende des Programms angekommen. Vielen Dank, Monsieur Bessard, für diese klugen Worte. Ich danke allen, vor allem Gerd Habermann, für die Ermöglichung dieses Tages heute. Ich habe einiges mitzunehmen für mich selbst, vor allem die Hoffnung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, der Freiheit wieder eine größere Stellung in unserer Welt einzuräumen.